Hallo Leute, ich bin Arnold und willkommen zu einer weiteren Folge von, ja, Zombie-Pizzas. Oder Zombie-Pizza. So, was machen wir heute? Wir machen heute weiter, also wir fahren jetzt los. Ich will euch nur etwas sagen, Leute. Kurz. Es ist so, ich habe jetzt etwas anderes gemacht. Und zwar, Leute, ich habe hier zwei große Schränke gemacht. Da passt 240 Kilo rein. Und da können wir sogar dann schließen. Ja, das werde ich aber nicht tun. Und hier ist mein Essen. Und da am Zug, ja, am vorderen Bereich des Zuges, da sind meine Heilungen. Da passt nur 20 Kilo rein. Und was essen sehe ich gerade? Woher kommt das ganze Essen und Trinken und Sachen und und? Ja, Leute, kurz vorab, ich habe neu angefangen. Ja, ich habe mir lange überlegt, ob ich das tun soll, weil wir haben etwas vergessen. Beziehungsweise ich habe das gar nicht gemacht. Und zwar ganz am Anfang. Dort gab es noch weitere Sachen, wie zum Beispiel eine Tankstelle oder einen Geheimgang, Approaching an abandoned train station. It's worth making a stop. nämlich einen verlassenen Bahnhof. Es lohnt sich, dort umzuschauen. Yep. Man. Okay. Da müssen wir bremsen, Leute. Zum Glück. Ich glaube, ich bin sogar vorbeigefahren, oder? Nein. Okay. Ausschalten. Das Ganze hier rein. Bremse aktiviert, okay. Nicht vorbeigefahren. Okay, das ist gut. Ja, ich wollte euch erzählen, was und so weiter. Es ist halt so. Wir sind jetzt an einem verlassenen Bahnhof. Ich wusste es natürlich. Und dieser verlassene Bahnhof wird aus drei Punkten bestehen. Der erste Punkt, wir werden den Bahnhof säubern. Der zweite Punkt, wir werden die Stadt säubern. Und der dritte Punkt, da will ich noch nicht hin. Deswegen habe ich das auch weggeklickt. Beziehungsweise, wir müssen dahin, aber da. Ich will dann noch nicht reden darüber, denn das wird ein wenig Spaß verderben. Deswegen werden wir erstmal hier alles ablegen. Wie gesagt, hier ist meine ganzen. Ich habe sogar hier Benzinkanister. Ja, die wiegen arsch viel. So, ich habe viel zu wenig Pfeile, ich weiß. Aber bei meiner Pistole. Eine Sache weiß ich immer noch nicht, wie das funktioniert. Das würde ich aber gerne wissen. Und zwar, wie man repariert. Also, okay. Wie man hier repariert. Weil wegwerfen kann ich nicht. Sprich, die kaputten Waffen und Werkzeuge. Das nimmt einfach nur Platz weg, da werden wir wohl diese kaputte Werkzeuge woanders bringen, also neue Kiste und so weiter. Ich will meine Pistole aber nicht verwenden, denn die geht auch nach einer Zeit kaputt. Und den Bogen können wir eh machen, genauso wie Pfeile. Ja. So, hier gibt es jede Menge zu looten. Warum habe ich neu angefangen? Erstens, weil, wie gesagt, ich wollte es seit längerem schon machen, da ich da gesehen habe, dass da weiterging. Das haben wir nicht geschafft, weil, ja, am Anfang hatte ich einfach Angst, dass mich da jedes Mal jemand umbringt und das als Let's Play immer zu sehen, wie ich sterbe, ist auch nicht gerade toll. Zweiter Grund, ich weiß nicht warum, aber das hat sich nicht
geladet, beziehungsweise ich habe etwas gemacht und zwar abgedatet. Naja, zumindest ich dachte, dass ich da update, habe geschaut. Und dann ist es so, also beim Hochladen ging die ganzen Sachen ziemlich gut. Also ich habe hochgeladen, allerdings Leute, die Taschen, die wir jetzt looten, waren komplett leer. Sprich, da war nichts. Also hier in diesen Boxen. Und jetzt sind es hier was. Also, die Taschen waren leer und ich habe mir gedacht, okay, da ich schon überlegt habe, neu anzufangen, weil ich das Ganze mal mitnehmen wollte, weil die Sachen, die waren einfach viele, viel zu viele, um die da um sie da zu lassen. Das waren zum Beispiel viel Essbares drin, deswegen habe ich jetzt verdammt viel Essen drin. Hi. Muss das sein, Junge? Willst du das wirklich? Na, bitteschön. Hier, nimm meine Pfeile zurück. So. Und als ich das gemacht habe, habe ich ja mich schon trainiert, habe mir gleich mal einen Bon gemacht und einen guten, ja, einen guten Schläger und bin ziemlich schnell durchgekommen, habe durch alles mich durchgelootet, was da einfach war. Und dann habe ich mir diesen Schrank gebaut und habe gesehen, dass dieser Schrank eigentlich am besten ist, ja, weil dort passt halt mehr rein. Hab mir zwei solche Schränke gemacht, hab gedacht, okay, eine wird für Sachen, der zweite wird für Essen und Trinken und so weiter. Eigentlich hat er eigentlich vollkommen der eine gereicht, allerdings ich habe einen falsch gemacht und habe dann dem nochmal verschieben müssen. Also ich habe nicht falsch gebaut, sondern ich habe ihn falsch gestellt. Also, dass ihr jetzt so denkt, hey, wie kann man da falsch bauen? Das wäre unser zweiter Teil. Vielleicht fangen wir damit heute schon mal an, weil das sind so viele Autos, Leute. Und der dritte Teil werde ich euch später erklären. Vielleicht in der dritten Folge. Weil hier gibt es viel zu viel Looten. Das habe ich schon in der ersten Folge verpasst. Das will ich nicht verpassen in jetzige Folge. Also ich will alles mitnehmen. Also Motoren und alles, das werden wir brauchen. So, den Bogen nehme ich mal aus der Hand. Ja, wir gehen gleich mal schlafen. Warum müssen wir das Ganze auf drei Teilen bauen? Teilen, ja, genau deswegen. Weil es hier ziemlich schnell nachts ist und wir rennen müssen, um zu schlafen. Und die dritte Folge, was sein wird, werden wir ziemlich weit von hier sein. Und außerdem, wir sind schnell, ganz schnell überlastet. Also wir sind jetzt knapp bei 30 Kilo, bei 40 hört es auf. Deswegen müssen wir wohl oder übel zurücklaufen. Also es wird ziemlich Rennerei sein. Also hier sind wir jetzt fertig. Teil 1 abgeschlossen. Also wir fangen ein bisschen auch Teil 2 heute an, damit wir nicht jedes Mal eine Folge daran verbringen müssen. Bei den Autos, da findet man gut an falsche Seite. Ja, ich weiß, ich bin falsch abgebogen. Ampel? Ah, da ist mein Zug. Da ist mein Zug. Ich habe natürlich alles gebaut. Wie gesagt, das einzige anders ist Schränke.
So, jetzt schlafe ich mal mich aus. Dann esse ich, heile ich mich auch. Heilung gibt es auch ziemlich viel bei uns. Also wir haben Hunger. Ja, jetzt beginnen. Los, um unseren Kühlschrank. Ne, falscher Schrank. Da wir auch trinken müssen, trinke ich was. Ist hier was zum Essen, gleich mal Mampfen. Ich glaube, ich nehme mal ein Medic. Und dann etwas essen. So, die Muni, die liegt nicht hier. Allerdings das Essen lege ich mal alles hier. Bandage und das Ganze liegt woanders. Das liegt woanders. Das Georgien. Die Granate lege ich hier ab. Ich habe so viel Granaten gesammelt. Muni lege ich hier ab. Ich will eigentlich auch heute etwas bauen, Leute. Deswegen wird es auch ziemlich langsam vorangehen. Deswegen bleibe ich hier ein wenig etwas länger. Ich wollte etwas bauen. Und ja, ich bin immer noch überfüllt. Deswegen gehen wir erstmal hier. Das ist jetzt mein Medic-Schrank. Und guckt euch das an. Also, wir haben hier ziemlich viele Kohle gesammelt. Ich habe Schlüssel gesammelt. Also, der Schlüssel der Speisekammer. Das ist das Platz, wo ich gesagt habe, es ist versteckt. Und zwar, Leute, es war so, es war wirklich sehr, sehr gut versteckt, muss ich sagen. Da gab es Tanke hinter dem, also wir sind gleich mal zum Zug gerannt, aber wenn man da, wo die Autos standen, gegangen wäre, dort gab es eine Tankstelle. Ich habe versucht, da ein bisschen Benzin abzutapfen. Hat leider nicht funktioniert. Ja. Die Notiz will ich auch mal ablegen. Wobei. Die lesen wir später, Leute. Es geht um einen Schlüssel. Ich weiß, wo der ist. Und der wird im dritten Teil abgeholt. So, jetzt brauchen wir Pistolen, weil hier laufen Runners, also ich werde zwischen Pistole und Bogen wechseln. Hier waren wir ja. Also los geht's. Hi. Na du? Machst du gerade Mittagspause? So. Ah, ja, ich habe noch etwas herausgefunden, für was wir diese Phaser brauchen. Ganz einfach. Die Zombies abzuschlachten. Aua. Das kriegst du zurück, du Arsch. Die Fässer explodieren einfach, also deswegen kann man sie auch tragen, Leute. Man kann sie einfach rollen, wo die Zombies sind. Und dann, bumm. Dann, kabum. Naja. Ich muss sagen, ich habe sehr wenig mit diesem Schläger gearbeitet. Allerdings sehr viel mit dem Bogen. Das ist mein zweiter Bogen schon, Leute, der fast kaputt ist. Ich muss nur herausfinden, wie man repariert. Sieht, ich habe schon den dritten Motor. Der steht also schon. Und leider auch noch sehr wenig Pfeile. Sehr wenig Pfeile.
Also, das ist der Anfang der Stadt. Ne, da geht's weiter. Okay. Sehr schön, wir looten auch mal Autos. Wie gesagt, also im Autos liegen sehr viele Sachen, die wir später brauchen werden. So wie Motor und, also solche Teile zum Beispiel. Oder Leder. Oh, hi. Und ein Runner. Wisst ihr, was wir machen? Alles daneben geschossen. Ich wollte eigentlich. An dem Fass schießen. Okay. Ich habe ja Muni. Ich kann das machen. So. Sehr gut, noch einer. Und die ist verdammt schwer, deswegen müssen wir bald zurück, weil dieser Benzinkanister, der ist schwer. Ich glaube, Leute, wir müssen zwei Folgen machen, also wir brauchen dann keine dritte Folge. Motor. Das ist gut. Dass wir jetzt den Motor haben. Boah. Arschgeige. Aber nur lass mal heilen. Nee. Das Problem ist, da steht ein Gas. Ja, und die kann man nur mit Pfeilen töten. Also mit Munition habe ich versucht, geht aber nur mit Pfeilen. Erst dann stirbt sie. Also Munition, ich habe den ganzen Magazin an sie rausgeschossen. Die war nicht mal tot. Ja. Also da steht ein Spucker. So würde ich sie jetzt nennen. Also die spuckt halt. Und das Problem ist vor ihr. Steht ein Normalo. Seht ihr? Die spuckt so Gaswolken. Und das Problem ist, kann man nur mit Pfeilen töten. Ich habe sehr gut getroffen wohl, weil ich habe One-Shot gemacht. Normalerweise brauche ich zwei Pfeile. Das ist ganz normaler Zombie, der da hinten steht. Normalerweise brauchen sie auch nur zwei Pfeile, aber vier Schuss. Das begreife ich nicht. Also die brauchen zwei Pfeile im Kopf, aber vier Schuss, wenn ich schieße. Ist gut, dass wir heute dann zu machen, dass ich dann nicht drei Folgen machen muss. Wir gehen nicht weit, also ich werde hier in diese Autos in der Nähe mal durchlucken. Eine Sache, bei Mission 1 habe ich auch nicht herausgefunden, wo der Schlüssel ist. Von der Tür mit dem roten Griff, was zu war. Ich riskiere gerade, wenn der Runner kommt. Okay, jetzt sind wir voll. Wenn der Runner kommt, ich muss sowieso mich heilen. Wenn der Runner kommt, bin ich erledigt. Nehme ich mal die Pistole gleich in der Hand.
Und ja, ich bin zweimal aufgestiegen. Das heißt, einmal habe ich das an mein Leben genommen. Also. Ja, okay. Bin wohl ganz schön voll. Wegen den Benzinkanister. So, legen wir mal die Sachen ab. Also zwei Benzinkanister, 21 Kilo natürlich. Das ist einfach nur. Wir haben ziemlich viele Motoren, was mich natürlich freut. Ich hätte mal davon mal zwei Stück. Und ich trinke mal was. Und ich werde mich natürlich heilen, Leute. So. Womit ich mich heilen werde, kein Plan. Ob ich jetzt vollständige Heilung nehmen soll oder am besten, weiß ich nicht. Was habe ich denn viel? Eigentlich habe ich Bandage viel, aber ich nehme einmal eine Tablette und fertig ist. Ich glaube, eine Bandage wird. Eine Bandage macht 60 Heilung, das ist eigentlich sehr wenig, aber eine Tablette heilt euch 120 Sekunden lang. So. Glaube ich, war das 120. Na, jetzt geht jetzt weiter. Ich glaube hier. Nehmen wir diese Seite. Hier können wir nichts, hier können wir nichts. Der ist explodiert. Da ist ein normaler Zombie. Leder. Sehr schön, Leder brauchen wir auch. Warum auch immer. Doch können wir da. Fleisch habe ich hier vielleicht falsch unter. Leer. Ah, okay. Hier könnte ich sowieso nicht, weil hier es fällt, ne? Was ist hier? Nein. Okay. Dann nehmen wir diese Seite. Wie gesagt, Holz ist. Wenn wir jedes Mal eine neue Waffe machen, müssen Holz und Eisen. Entschuldigung Leute, es passiert mir immer wieder, wenn ich aufnehme. Warum auch immer. Aufgeguckt. Ja, kannst du bitte das sein lassen? Warte mal. Yeah. Das ist nervig. Naja, oh, hi. Wir haben sehr wenig Pfeile. Voll im Schädel. Kommt eine Stuckerin. Okay, ihr seht, man braucht, wenn man schlecht trifft. Mehr von beiden. Aber mehr als zwei brauchen wir nicht. Habe ich jetzt zwei Pfeilen verloren oder was? Voll ins Auge rein. Und ein Pfeil ging kaputt. Guck mal, nein, hier ist noch ein Pfeil und bei ihr.
irgendwo bei. Die sieht wie hässlich aus. Hab gerade erst gemerkt. So Leute, was machen wir jetzt? Also vorab, ich werde diese alle Autos looten. Wenn ich jetzt das nicht schaffe, in der Folge reinzubringen, weil ich will alle Autos hier gelootet haben, denn nächstes Mal gehen wir diese Straße hoch. Also das sei verraten. Warum, weshalb, verrate ich euch noch nicht. Super, noch eine. Oh Mann, ich habe so viele davon. Warum, weshalb werde ich euch das nicht verraten? Ja, noch ein wenig ist Platz. Und aber da müssen wir hin. Was ich schlecht finde, ist ein Runner. Ja, Level up. Da war ein Runner. Was ich schlecht finde, wollte ich sagen, dass man hier nicht springen kann. Also. Zumindest ich weiß nicht von einem Springknopf. So, hier haben wir alles gelootet. Das heißt Leute, wir sind hier fertig. So, ich habe jetzt, was ich eigentlich in zwei Folgen machen wollte, in eine gemacht. Das ist gut. Habe ich in eine geschafft. So. Oh, hi. Seht ihr das? Also ich brauche mehrere Schüsse im Kopf. So. Warum der Bogen besser ist als die Pistole, keine Ahnung. So Leute, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, ihr wisst, was zu tun ist. Ja, bis zum nächsten Mal. Eure Lone Wolf, haut rein. Ciao.